Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play und Stream von Animal Crossing New Leaf. Welcome to Amiibo! Genau, wir fangen sofort an und machen sofort weiter. Zeit ist Geld, eigentlich nicht, aber ist egal. Wir sind kurz davor, den März zu beenden. Hallo Bürgermeisterin Maika. In Twitch ist es jetzt 12 Uhr am 5. April, also dann sollen wir losgehen. Oh nein. Im Moment kann ich dir über folgende Dinge brieflich sein. Hallo, Animal Crossing Fan. Zeit einstellen. Wie geht es dir denn? Konkrete Uhrzeit bitte. Wir haben den 30.03. Ja, wenigstens stimmt das. Das stimmt so. Gut, jetzt sollte die Zeit stimmen. Also soll es losgehen. Auf geht's. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. Ach, Animal Crossing, wie geht's dir denn? Hast du denn schöne Ferien oder genießt du das Wetter? Oh, fast hätte ich's vergessen, Frau Bürgermeisterin. Rosi zieht heute aus Twitch weg. Wie schade. Als Bürgermeisterin wäre es sicher nicht verkehrt, sich zu verabschieden. Ja klar, ich verabschiede mich doch gerne von ihr. Mach ich doch. Ich hab Brief. Und kein Geld. Und nach Rissa. Dieses hübsche Briefpapier habe ich mir vor einer Weile gekauft und wollte unbedingt mal darauf schreiben. Das mache ich nämlich gerne. Viele liebe Briefe schreiben. Bis bald. Oh, das ist doch in Ordnung, wenn du im Urlaub warst. Ich gönne jedem seinen Urlaub. Wo warst du denn? Hey, es wird langsam Zeit, meine Zeitkapsel aufzumachen. Kannst du sie bitte ausgraben und mir vorbeibringen, Rebellin? Ich weiß nicht mal, wo ich sie dir vergraben habe. Wo haben wir Berrys Dings vergraben? Weiß das einer noch? Ah, nee, doch nicht. Ja, du müsstest sie ja dann auch heute ansprechen und fragen, ob sie heute zu dir kommt. Ach, da ist es schon. Zeitkapsel. Da haben wir ja nochmal Schwein gehabt hier. Hallo, Rebellen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich hab die Kapsel. Juhu, ist das toll, meine alte Zeitkapsel wiederzusehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingesteckt habe. Schauen wir doch einfach mal nach. Oh, fein, meine Felljacke. Was die wohl inzwischen wert ist? Huch, da ist ja auch ein Brief dabei. Für dich, Zukunft. Ich habe das hier mal bei einer Tombola gewonnen. In der Zukunft ist hoffentlich gerade eine Retrophase, in der diese alte Fetzen plötzlich wieder topmodern ist. Dein Vergangenheits-Ich. Oh. Nicht schlecht, ich war früher ein richtig toller Briefeschreiber. Nimm das hier als Dank, Rebellin. Was krieg ich? Eine Felljacke. Ja gut, lass uns mal bald wieder. Dankeschön. Dankeschön für die Felljacke. Mal sehen, wie sie aussieht. Nein. Aber behalten wir erstmal. Hier ist ja noch jemand. Hey, Larissa möchte nicht mit uns reden. Sorry. Die ist nicht da. Es hat geregnet anscheinend. Stimmt, im letzten Stream hat es ja geregnet. Wieso kann es nicht hier regnen? Ich würde so ganz gern. Und bald ist Gamescom. Nicht mehr lange. Ich freue mich schon so drauf. Haha, ich jetzt auf zur Gamescom. Bin zwar nur ein Tag da, aber das ist mir egal. Bitte zur Gamescom. Also zwei fehlen, okay. Eine Bambussprosse. Ich freue mich schon, auf der Gamescom soll denn der Trailer zu Life is Strange 2 rauskommen. Und den würde ich mir schon ganz gern angucken, aber ich werde wahrscheinlich warten, bis er irgendwann auf YouTube landet.
Weil ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, sich stundenlang anzustellen und dann guckt man sich nur einen Trailer an. Das sind doch nicht so meins. Aber ich hoffe, man findet, sieht diesmal viele coole Spiele. Ich habe letztes Jahr schon ein Spiel gesehen, das habe ich aber noch nicht gefunden. Ach du schon wieder. Oh, guten Tag, junge Dame. Ich mag es, wie die Sonne durch die Bäume scheint. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Ein Abzeichen, bitte. Ah ja, ein Abzeichen willst du also? Welches Abzeichen würde dir denn am besten zu dir passen? Nur so. Dir scheint es hier in diesem Städtchen gut zu gefallen. Genieß auch weiterhin dein Leben in Twitch. Ich habe genau das passende Abzeichen für dich. Hä? Ja, immer schön fleißig, dann vielleicht hier neue Abzeichen. Ich habe das Abzeichen. Ach, gute Bürgerin erhalten. Ach. Komm. Wo sehe ich das denn? Hier, ne? Meeresfrüchte-Fan. Gute Bürgerin. Okay. Oh. Ja, mei. Okay. Bernd, es zieht bald jemand Neues ein. Was hältst du davon? Ich habe nämlich einen wieder ins Dorf geladen beim letzten Mal. Schnell, 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 schnell. Ah, noch gekriegt. Edge. Okay. Ich habe zwar noch nie ein Autogramm gegeben, aber okay, wenn er mich findet und wenn er mich sieht, dann kann er ja kommen und fragen. Wird überhaupt nicht seltsam. Hallo Mitmo, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Der Bernd möchte was von mir. Hey, Purzel! Mann, ich hab dich schon überall gesucht, König. Heißt immer, dass man mehr über eine Person erfährt, wenn man sieht, wie sie so lebt? Na, Maika, traust du dich, mich zu besuchen und mehr über mich herauszufinden, Honig? Ja. Alles klar, dann machen wir uns mal an die Einzelheiten. Wann ver. Ah, nee, nicht sowas. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Ich bin jedes Jahr auf der Gamescom. Zwar immer nur so für einen Tag, weil ich mir das dann halt immer nur so angucke. Aber, Gott, ich habe hier nicht mal mehr Platz für meinen Bambus. Aber, so gesehen wird das schon. Ablegen. Ah, oh, und hat's dir da gefallen? Was hast du denn da gemacht? Einfach so einen Ausflug? Ja, das war ja mal sehr tiefgreifend. Ah, den Ballon. Den hat man, glaube ich, noch nicht einmal. Wollen wir hier? Nee. Dim, 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 dim. Apropos, Rosi zieht weg. Wo Rosi? Rosi, wo wohnst du überhaupt? Oh, dann ist hier endlich frei. Gott sei Dank. Muss ja irgendwas hinstellen. Schau mal einer an, wer mich da besuchen kommt. Ich habe ja gehofft, dass du nochmal vorbeischaust. Ich muss mich jetzt einfach nochmal bei dir bedanken. Ich habe nämlich noch ziemlich lange und gründlich darüber nachgedacht, was du mir gesagt hast. Ich habe dafür sogar mein Lieblings-Reality-Soap sausen lassen. Du weißt schon, wie viel Drama kann ein Hund ertragen. Aber ich bin froh, dass ich mir die Zeit genommen habe. Ich habe mich nämlich entschieden, umzuziehen. Mein neues Zuhause wird so cool.
In 5 bis 6 Jahren? Also nein, ich mache meine Overlays nicht alleine. Das macht der Xeno. Ich habe von Photoshop und sowas überhaupt keine Ahnung. Das macht alles der Xeno für mich. Er hat da mehr Ahnung. Hey Bella, hast du vielleicht ein Ohr oder so? Hier irgendwo ein Kreuz? Nee. Ich nehme dich mal. Dich. Euch zwei. Aber wieso denn erst in 5 bis 6 Jahren? Habe ich doch, glaube ich, genug. Ich hoffe nur, dass sich jetzt unser nächster Typ da nicht hinsetzt. Bei Pflanzen. Bei Pflanzen. Ah, hier steht er auch schon. Ede! Gott, Ede, du hast dich hier mittendrin reingesetzt, ey. Nicht schlecht. So. Ja, okay, denn. Ich glaube, 5 bis 6 Jahre angehen geht auch sehr schnell rum. Ich freue mich halt nur vor allem auf die Gamescom, weil wir denn, ich das bei den anderen Häusern gemacht. Endlich vielleicht dann auch mal so Häuser in unser Musterdorf reinkriegen. Ich habe da sehr große Hoffnungen, dass wir die da ein paar abgreifen können. Was, schon wieder? Schon wieder ein Ballonsofa. Ja, mache ich ja auch jetzt mein Bodendesign. Ich muss halt nur das bisschen so eingrenzen, damit das ein bisschen einfacher für mich wird. Eins. So. Mach so Trick 17. So, was ist das denn? Der hier, das 4, den kommt da. Ah. Nee, das war das Falsche. Dann kommt erst die Nummer 4. Dann kommt die 3. Dann kommt die 1. 2. 1. Und die Nummer 3. Tada! 3. 3. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Müsste aber jetzt die 3 wiederkommen. 3. 4. 2. Ne, das war das Richtige. Dann kommt wieder die. Nein, ich hab's vergessen, verdammt. Oh, Larissa möchte was von uns. Was kann ich für dich tun? Hey, Schnucki, ich habe gehört, wie dich jemand Rebellen genannt hat. Dieser Name gefällt mir richtig gut. Für dich darf ich dich auch so nennen? Natürlich.
so, du meinst bei Rosi. Nee, das mache ich nicht. Weil Ede zieht ja jetzt für Rosi ein. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen. Also, wir haben hier die großen 3. 2, 1, 2, 4. So. Jetzt können wir der ganzen Sache doch schon mal nehmen. Kommt hier wieder die 4. 3 nach vorne. Ich glaube, die 1 doch nimmt er noch. Und dann kommt hier die 2. So, dann zieht nämlich hier der Ede nämlich ein. Was Themen nehmen sie heute? Tapeten. Oh. Ausgerechnet das, was ich nicht habe. So, ach, die Blümchen noch. Die Blümchen muss ich ja auch noch wegbringen. Kommen nämlich noch hier mit hin. Da eine hin. Und da eine hin. So. Sehr schön. Ich hoffe ja, dass ich jetzt irgendwann mal so schöne Vorschläge von den Stadtbewohnern bekomme. Für... ja, halt für Dings. Stadtverbesserung. Herzlich willkommen! Fanny! Mein Zuckerstern. Bist du zum Verkauf? Kaufen oder verkaufen? Ja, so oder so. Viel Erfolg. Das kann ich wirklich tun. Ich möchte ganz gerne was verkaufen. Und zwar die 4 Sachen, bitte. Dann lass mich mal zusammenrechnen. 3000 Schlag-mich-tot-Sterne. Dieses Schlamperspielbecken ist schon schön, findest du nicht? Das wollte ich schon lange mal. Ja, den Schlag zu. Du findest also auch, dass ich ein gutes Angebot ist? Dann nehme ich es glatt. Entschuldigung, ich würde das hier gerne kaufen. Gut. Ich freue mich immer, wenn die Einkaufstour erfolgreich war. Ah. Ciao. Ich würde da, was weiß ich, vielleicht ganz gerne... Ich könnte das Blumentor da hinstellen, zum Beispiel. Dann hätten wir das auch. Oder was ich ganz schön finde, ist halt auch diese Blumenuhr. Jamaroid, okay. Könnte ich mir noch gut vorstellen. Aber die stehen nicht gleich, ne? Oder? Stehen die auf gleicher Höhe? Doch, Tatsache. Genau. Holen wir uns erstmal den schlechten Witz ab. So, die Tore finde ich zum Beispiel nicht so schön. Ich würde dann halt eher so die Sitzkulptur oder einen Springbrunnen, obwohl Springbrunnen habe ich schon. Auch was Schönes. Ah, oh, wir haben noch geschlossen. Da möchtest du was Bestimmtes. Ich essen dabei. Oh, was hast du denn Schönes mitgebracht? Alles. Oh, was haben wir denn hier? Ein Mango. Hey, das sieht echt lecker aus. Ja, finde ich auch. Mangos sind auch voll lecker. Oh, ich fühle mich gleich viel besser. Tja, dann sage ich doch erstmal danke. Und jetzt muss ich mich irgendwie remontieren, oder? Ich glaube, ich habe heute einen Spitzenwitz, den ich dir erzählen kann. Also gut, ich muss mich noch ein wenig darauf vorbereiten. Und heute der Ärgerwitz. Ja, super. Heute habe ich etwas, das wirklich auf die Palme gebracht. Willst du wissen, was? Ich habe mir heute einen Glückskeks gekauft. Aber danach habe ich mich keinen Deut glücklicher gefühlt als vorher. Also habe ich noch einen gekauft. Der machte mich aber auch nicht glücklich. Also habe ich wieder einen gekauft. Ich habe ihn aufgemacht und endlich Glück. Auf den Zettel stand, wenn du Glück hast, gibst du morgen nicht so viele Spielmünzen für Kekse aus. Das ist doch nicht die Möglichkeit, oder? Okay. Was meinst du? Ich glaube, mein Ärgerwitz hast du zum ersten Mal gehört.
Ja, nur ein Tag. Komm und schule dein lustiges Talent. Haben wir es denn bald? Ich meine, haben wir denn bald unser Witzebuch jetzt voll? Ehrlich. Noch zwei! Noch zwei! Das heißt, im nächsten Stream ist er durch. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wollen wir bei Tom Nook? Ach nee, bei Tom Nook habe ich keine Lust reinzugucken. Er hat nie was Gutes. Gehen wir mal gucken. Moment, ich bin gleich soweit. Das ist mir warm. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hoch gucken. Was, wo war nochmal unsere Ballonstadt? Hier? 99 Luftballons hinein zu lassen. Hallo Zombie, schön, dass du da bist. Geht's dir denn besser? Bist du endlich draußen? Oder sagen die bösen Ärzte immer noch, nein, sie müssen hier drin bleiben? Zieh den Deckel ab! Kopfbedeckung entfernt. Dankeschön. Ich wollte ihn eigentlich hinstellen. Hinstellen. Er sieht ja schrecklich aus. Ich werde ihn nicht anziehen wollen. Genau. So, das Schild brauchen wir nicht. Das haben wir alles. Dann geht's mal weiter. Oh, das tut mir aber leid. Moment, ich will mal was ausprobieren. Katzen. Verzeihung, willkommen im Museum. Nicht irgendwie behilflich sein. Fossilien analysieren. Aha! Ich hab gewonnen! Ich werfe mir mal einen Blick drauf. Ah, das sind alle hochwertige Fossilien. Oh, das tut mir leid, Zombie. Ach, das sind alles private, hat er schon, okay. Nein, danke. Na schön, Moment, 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 Moment. Wo haben wir ihn denn? Gott, wie macht man das denn nochmal? Ich weiß es nicht. Oder war das woanders? War das, das war hier, ne? Ah, Moment, ich muss dem... wenn ich es finde. Na gut, ich mach das später. Mach ich gleich in der Pause. Zombie, erinnere mich daran, dass ich dir gleich deine 50 Miaus wieder zurückgebe.
Man kann auch Animal Crossing, das kann ich machen. Moment. Ich mache nur noch die Dailies hier fertig. Dann kann ich in deine Stadt kommen. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, hallo. Was hast du denn Schönes? Nichts. Man kann auch einen so eine Art Bosskampf machen. Wenn ihr mal unten in den Kanal guckt, seht ihr halt, dass sich da unten ein bisschen was verändert hat, die Panels. Und ja. Ihre Steine sind schon echt scheiße. Tust mir echt leid, Zombie. Komm. Mal sehen. Einen Abend. Oh Gott sei Dank. Endlich. Endlich. Endlich wieder eine Abendhortensie. Dann fehlen uns noch zwei. Ich nehme mich mit. Vielen Dank. Gib mein ganzes Geld hier aus. 300, 200. Boah, jetzt bin ich pleite. Aber wir kriegen ja im Prinzip gleich wieder Geld, indem wir die Sachen verkaufen. Abgesehen von der Musik. Nee, ich will nicht tauschen. Nee, lass mal. So gern ich dich auch hab, aber nein. jetzt muss ich mal was. Ach ja. Moment. So. Vorsichtig. Nicht meine Blümchen kaputt machen. Das ist immer so ein kleiner Schreckmoment, ey. Weil ich Angst habe, dass ich mir jeden Moment meinen Busch hier rausschmeiße. Eine Wurzelbehandlung ist auch scheiße. Warum sind denn alle Leute krank in letzter Zeit oder haben immer irgendwas? Auf der Arbeit genauso. Da sind sie entweder alle krank oder auf Urlaub oder haben irgendwas anderes. Ist ja schrecklich. Ah, ich habe meinen Marienkäfer kaputt gemacht. Ja, denn kann er mit mir auf die Jagd gehen? So als Frage. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Hallo Eule, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Wie schlägst du dich bei dem heißen Wetter? Oh, ist mir warm. Thank you.
Papa! Gib mir die 13.000. Ja! Ja, ich werde nicht, ne? Zeno hatte mir vorhin erzählt, dass meine Katze unbedingt raus wollte auf den Balkon und er hat sie dann wirklich mal rausgelassen. Nach weniger als 3 Minuten war sie dann wieder in der Wohnung und hat sich gedacht, ne, ich bleib drin. Die fand das auch nicht so schön draußen. Ach Gott. Animal Crossing, bist du soweit? Oder soll ich am besten in den nächsten Tag starten? Könnte ich ja auch machen. Weil die Dailies haben wir gemacht. Und es ist natürlich nichts, ne? Keiner. Aber auch keiner hier. Okay, dann komme ich rüber. Junge. Mal sehen, wann Graz hier bei uns auftaucht. Dann bin ich ja mal gespannt. Willkommen, willkommen. Ah, ich will verreisen. Über den Online-Modus. Ja. Ich habe mir jetzt, haben wir uns jetzt dazu durchgerungen, Dragon Quest Builders zu kaufen für die Switch. Das wird jetzt als nächstes als Let's Play rauskommen. Und mal sehen, wie es läuft. Ich habe das schon mal angespielt, also ich finde es gar nicht so schlecht. Obwohl es eine schwierige Entscheidung war, ob wir es jetzt für die Switch holen oder für die PlayStation. Das war so. Ja. Eins von beiden. Aber dann haben wir uns jetzt durchgerungen, für die Switch zu holen. Warten auf den Zug. Was macht ihr denn gegen das heiße Wetter? Also ich versuche ganz viel Wasser zu trinken und Wassereis zu essen. Aber irgendwie hilft beides irgendwie nicht so. Das, was ich auch ganz gerne mache, ist einfach halt unter die Dusche ab... Also, ne? Abduschen und so. Und dann meine nassen Haare dann noch oben so zusammenknüllen. Damit der Kopf länger kühl bleibt. Ich habe heute einen Tipp bekommen. Die Handgelenke und die... Also die Hand... Das war so klar. Die Handgelenke so mit den Hauptschlagadern nass zu machen, zu kühlen, dann soll es an einen anscheinend besser gehen. Ich bin mir da aber... Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber habe ich nur als Tipp bekommen. Das zu machen. Dass es einem danach besser gehen soll. Kommen denn endlich die, die Ameisen? Oder muss ich echt warten, bis ich irgendwas Süßes finde? Ach komm. Ah! Da bin ich echt durch meine Blumen gelaufen. Ich dumme Nuss. Komm schon. Sind auch am überlegen, ob wir uns nicht hier dieses Octopath Traveler holen, weil das sieht anscheinend sehr, also ich finde, das sehr schön aussieht. Nur es ist halt sehr teuer und da überlege ich mir das bei dem Spiel, bei sowas immer zweimal. Ich will ja einfach nur ein Animal Crossing für die Switch. Mehr verlange ich gar nicht. Danach können sie jeden Schrott rausbringen. Okay, dann komme ich mal. Versuchen wir es nochmal. Echt nur bei Bonbons? Oh, verdammt. Dankeschön. Dankeschön, Simi, Moco Freak, Ninja. Ich hätte gedacht, vielleicht auch, weil die wenn die vergammeln oder so. Aber ich glaube, das waren nur Rüben, die vergammeln können, ne?
Ich meine, ich weiß noch gar nicht, wie ich zum Beispiel zu einer Kakerlake kommen soll, weil ich gehe ja immer regelmäßig in meine Stadt. Und Kakerlaken kann man auch nicht verschenken, ne? Mal gucken. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ja, es dauert doch schon wieder viel zu lange. Ich merke das doch. Na? Also ich glaube, Animal Crossing, das liegt irgendwas an deinem Internet, weil letzte Woche war Mitmo bei mir und da hat das reibungslos klappt. Und da mir kein Fehlercode angezeigt wird, müsstest du mal vielleicht gucken bei dir. Conny ist da. Ach so, zwar ins Conny Wohnungs ins Haus gucken, weil sie hat sich doch dieses Spielbecken gekauft. Ja, das passt super da rein bei dir, Conny. Voll die steile Musik. Ah. Aber rein theoretisch müssten sie ja irgendwann mal vergammeln. Na gut, dann gehen wir das hier mal verkaufen. Und dann starten wir den nächsten Tag. Ja, die Biene fange ich noch. Die schwirrt gerade so schön hier vorne rum. Eine Honigbiene! Gebt mir Honig, dann lasse ich dich vielleicht frei. Ohahaha. Wie grausam. Ja, bei den Bonbons, das weiß ich, aber man kommt halt immer so schlecht an den Bonbons ran. Da muss man halt immer warten, bis ein Feiertag ist. Also bei mir auch, aber irgendwas scheint mit der Verbindung nicht so ganz zu funktionieren. Weil rein theoretisch müsste jetzt, wenn was mit meinem Internet wäre, müsste ein Fehlercode kommen. 96 Sternchen. Aber das tut's irgendwie nicht. Weiß ja Geier warum. Auf jeden Fall, einer von uns beiden hat wahrscheinlich eine sehr blöde Interneteinstellung. Dann gehen wir das jetzt abbezahlen und dann gehen wir gleich in den nächsten Tag. Vielleicht mache ich den Part jetzt auch einfach ein bisschen kürzer. Weil es ist so unglaublich warm und Harvest Moon wollen wir ja auch noch spielen. Dass wir jetzt den nächsten Tag starten und dann auch mal kurz auf die Insel gehen, um mal ein paar Käfer zu fangen. Was wollte ich denn da? Ach du lieber Emma. Was wollte ich denn da? Ich wollte doch hier hin zum Postamt. Schulden abbezahlen. Machen wir 10.000. Dann habe ich wenigstens noch so 4.000 auf der Kante. Ach, da fällt mir gerade ein. Jetzt weiß ich, wo ich noch nicht war. 7, 3, 4. Ich habe das voll vergessen. Weil da so abseits liegt, war ich denn noch gar nicht auf dem Campingplatz. Ach, verdammt. Muss mal warten. Ja, ab und zu gibt es sie halt, besonders vor Feiertagen, so wie Halloween und Ostern und so, gibt es die. Ich glaube, wenn man die Ostereier so hinlegt,
werden die auch gammelig nach Ostern. Das heißt, vielleicht nach Ostern könnten wir es schaffen, Ameisen zu kriegen. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Mir so viel Mühe gegeben. Na schön, was wollte ich denn? Dann kann ich ja auch speichern. Ah, dann kann ich auch speichern und machen wir den nächsten Tag. Speichervorgang. Und weiter geht's. Doch weiter, ne? Machen wir weiter? Machen wir weiter. Hallo Bürgerin Meister. Oh mein Gott, in Twitch ist es jetzt der 31. März. Nein! Noch nicht! Zeit einstellen. Ach Melinda, du und deine Zeitkorrektur, ey. Dass du noch nicht durcheinander gekommen bist. Was mache ich nur mit dir? So. Genau. Wir gehen jetzt nämlich noch ein paar Käfer fangen. Und wir können uns Ede angucken. Ich liebe Ede. Ede, mein Superschwein. Ich freue mich schon drauf. Fast hätte ich es vergessen, Frau Bürgermeister. Jemand Neues ist halt in die Stadt gezogen. Bestimmt freut sich jeder neue Einwohner über eine offizielle Begrüßung der Bürgermeisterin. Ede, Ede. Ah, ich hab wieder einen. Aber Pause. Wer schreibt mir denn? Kommen denn überhaupt die 700 jetzt auf einmal her? Mach's gut, Maika. Der Tag meines Umzugs ist da. Aber was, wenn ich mich in der neuen Stadt einsam fühle? Hey, komm doch mit. Oder ist das so egoistisch von mir? Naja, egal. Denk an mich, Rosi. Von Ernst, okay. An Maika, wenn du mal ein Problem hast, schreib mir ruhig einen Brief. Ich bin für dich da. Aber das bleibt unser Geheimnis, ja? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Mach's gut. Ernst. Ah, oh, Ernst. Ernst ist auch toll. Es gibt so viele tolle Tiere. Ich müsste vielleicht auch mal gucken, ob da nicht ein Stern liegt. Okay. Ede. Der ist so toll. Ich zeige euch den gleich. Müssen ihn ja eh begrüßen, davon abgesehen. Da hat sich das Kram gelohnt. Hier ist nichts. Ah. Was ist das denn schon wieder? Eine Bambussprosse. Ich glaube, wir haben wieder irgendwie Coupons verdient. Guten Coupons. Eine Bambussprosse. Ja, na. Und noch eine. So, das hätten wir. Bambi! Quatsch. Reh. Hallo, Maika. Perfektes Wetter für ein Picknick. Findest du nicht, Bambam? Wolltest du was Bestimmtes? Lass mal quatschen. Also, ich bräuchte mal eine Beratung in Sachen Innendekor. Ich brauche etwas, um meinen alten Löwenzahn zu ersetzen. Wenn du etwas Passendes findest, kannst du es zu mir bringen. Warte, ich sammle dir mal ganz schnell hier noch den Schmetterling ein. Und du hast auch eine weiße Jacke, ein weißes Hemd an. Dann kriegst du jetzt hier den Schmetterling. Wenn ich ihn fange. Ein Kohlweißling. Heißt das nicht eigentlich Kohlschwarz?
Dann machen wir das noch. Hier wird mir die Coupons. Wow, einer. Das hat sich jetzt gelohnt. Aber okay. Ich weiß, ich habe... Ach, das mache ich gleich, wenn ich hier kurz mit dem Dings fertig bin. So, das hat sich gelohnt. Was ich noch machen wollte, kurz Schleichwerbung. Einmal für meinen YouTube-Kanal, da sind heute sogar heute zwei Parts hochgekommen. Einmal ein Part von... Heute ist Freitag, ne? Von The Last Day of June, ne? Kann ich nur empfehlen, das Let's Play ist sehr schön. Und ein Video, der Xeno hat sich nämlich sehr viel Mühe gegeben und hat aus meinem Final Fantasy Stream, den es letzte Woche gab, hat er so eine Art Best-of zusammengeschnitten, so ein 10-Minuten-Video draus gemacht, mit so den lustigsten Stellen. Ja, die man da im Prinzip sehen konnte, was er als lustig empfand. Ist sehr gut geworden, muss ich sagen. Natürlich dann halt noch einmal ganz kurz Discord und mein Twitter-Account. Seid ihr natürlich beim herzlich eingeladen, mir zu folgen, mitzumachen. Ja. Nicht vergessen, bei YouTube auch ein Abo da lassen. Würde ich sehr nett finden. Die Videos liken. Besonders das Video von Xeno, sonst ist er ganz traurig. Und dann muss ich den wieder erstmal wieder aufbauen. Hallöchen, Maika. Tja, wolltest du was Bestimmtes? Was sagst du zu dem Schmetterling? Ui, du hast mir tatsächlich einen Schmetterkohlweißling gebracht. Das ist ja prima. Erst neulich habe ich mir gedacht, wie faszinierend so kleine Krabbler doch sind. Aber wie niedlich. Ich werde mich gut um den Kleinen kümmern. Bim bam. Ich will dir für deine ganzen Mühen natürlich auch etwas geben. Ah, ich krieg was. Was kriege ich denn? Du willst doch sicher schon eine Pyramide haben. Ich bin eigentlich auch ziemlich müde von der Arbeit, aber das ziehe ich jetzt durch. Also ich werde jetzt nicht zu lange machen. Und man hat doch eine Verpflichtung. Und dann warten doch alle so auf die Parts von Animal Crossing und Harvest Moon, weil die doch so ganz gerne geguckt werden. Und wenn die denn nicht kommen, fühle ich mich ganz schlecht, weil ihr denn nichts zum Gucken habt. Hallo, Sebär! Schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Eine Pyramide! Ich stelle mir eine Pyramide direkt. Ach, was soll der Geiz? Ins Wohnzimmer. Ja, ich habe eine Verpflichtung gegenüber meinen Zuschauern und die nehme ich sehr ernst, sie mit guten Videos zu unterhalten. Damit sie was zu lachen haben, was zu weinen haben, sich was gegen den... Damit sie die Hand gegen den Kopf knallen können und sagen können, Gott ist die dumm. Ne? Man muss die Leute ja irgendwie bei Laune halten. Und das mache ich schon mit Leidenschaft. Aber wie geht's dir? Ah, zu heiß. Sei froh, dass du keine Katze oder kein Hund bist. Die haben es viel schlimmer als du. Du kannst wenigstens jederzeit duschen gehen. Tiere sind darauf angewiesen, dass man sich um sie kümmert. Hi! Ernst? Hey, stopp mal. Ist das etwa eine Pyramide, was du da hast? Ja. Ich wusste es. Endlich hat meine lange Suche ein Ende. Er wird jetzt Yu-Gi-Oh! Spielen und der neue Pharao werden. Na, ja gut, komm. Echt? Wow, klasse, das ist mein Glückssack. Hier. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den... Gott, wie ging das Lied? Mach den Beat nie wieder leiser. Irgendwie so ging das Lied. Ah, du bist schon zu bemitleiden. Ich habe gerade noch nicht mal ein Thermometer in die Zimmer aufgestellt.
Nur ich lebe seit Wochen auch wie so ein kleiner Vampir im Prinzip zu Hause. Haben wir mal ständig die Rollos unten. Und damit ja die Sonne tagsüber nicht reinscheint, lebe ich in der vollkommen Dunkelheit. Ach, es geht hier nicht nur, also... Ninja, es geht hier nicht nur um Animal Crossing New Leaf. Du müsstest mich mal angucken bei Final Fantasy 14. Das kommt zum Beispiel morgen sogar. In der Stream wieder. Weil das ja so ein Open-World-Spiel ist. Ich verlaufe mich dauernd. Ich weiß nie, wohin ich muss. Ich weiß nur, ich muss zu diesem einen Ort. Und dann überlege ich ganz krampfhaft, wie komme ich denn an diesen einen Ort? Weil ich mir über die Karte zu groß ist. Weil alles zu groß ist, verlaufe ich mich permanent. Morgen kommt der Osterhase. Muss keiner wissen. Rainer, mein Freund. Oder halt auch bei anderen Spielen, so bei Rätselspielen. Auch immer wieder sehr schön. Jojo, wenn du Kunstwerke von Weltrang zu verdächtig günstigen Preisen suchst, bist du hier genau goldrichtig. Aber du weißt, aber das weißt du ja bereits, Cousine. Willst du ein Geheimnis wissen? Dieses Mal hat Rainer ganz besondere seltene Stücke da. Wenn ich könnte, würde ich sie mir alle selbst kaufen. Aber es gilt weiterhin nur eines pro Kunde, also wähle mit Bedacht. Also der ist es schon mal nicht, weil der müsste eigentlich einen Diskus in der Hand haben und kein UFO. Bei den Gemälden weiß ich das nie, ne? Das ist auch eine Fälschung, laut Internet. Weil die Handfläche muss nach oben. Jetzt muss ich gucken. Gemälde, Gemälde, Gemälde. Wo ist denn diese Schnecke hier? Auf der Fälschung hält die Frau eine Katze. Ist das eine Katze? Nee, ne? Lass mal ganz kurz gucken. Nee, okay. Das ist schon mal original. Weil die da so ein komisches Wiesel trägt. In der Fälschung ist der Mann im weißen Anzug links. Hä? Also das ist auch eine Fälschung. Okay, dann nehmen wir die hier. Oh, dieses Edelgemälde scheint es dir angetan zu haben. Ach, habe ich immer noch? Ich trenne mich nur ungern davon, aber es muss so sein. Weil du es bist, verlange ich nur... Ja, danke. Ich bin immer noch cool da. Moment. Ja, ich habe noch 13 Sekunden. 13 Sekunden muss ich noch warten. Aber willst du dich wirklich mit mir prügeln, Wayne? Ich habe schon einen Zombie besiegt. Aber denk... Ja, Dings, jetzt habe ich nicht vorgegeben. Du bekommst es geliefert, sobald der Rainer wieder weg ist. Also ihr könnt euch auch gegeneinander herausfordern. Ihr müsst nicht alle mich herausfordern, was ich schon mal erwähnt habe. Ich habe nur gedacht, so als nette Spielerei, und weil ich halt gebeten wurde, auch mal so Minispiele hier einzufügen. Und dass jetzt die einzigen Minispiele waren, die mir jetzt so ein bisschen in den Sinn gekommen sind. Habe ich mir gedacht, ja. Wäre doch was. Also jetzt muss ich mal was gucken. Eins. Hier sind es vier, ne? Die nix. Eins. Zwei. Also sieben. Das heißt, ich brauche irgendwas, was drei Felder am besten ist. Das Geld habe ich, glaube ich, schon eingesackt, ne? Aber vorsichtshalber. Mache ich trotzdem mal meine Löcher. Hier ist schon mal keiner. Ach, bitte sag mir nicht, dass du... Jo. Und hoch.
Ich werde den Cooldown halt runterstellen. Damit, es ginge halt darum, dass man den nicht zu oft jetzt die ganze Zeit sich so Geld farmt. Und du musst noch meinen Namen hinschreiben. Sonst funktioniert das nicht. Du musst Ausrufezeichen, Katzenfight und dann meinen Namen schreiben. Sonst nimmst du nicht an. Und? Oh nein! Oh, so sieht man sich wieder. Siehst du, was du mit deiner Einladung angerichtet hast? Jetzt bin ich wirklich nach Twitch gezogen. Die armen neuen Nachbarn, die jetzt hören müssen, wie ich daheim mein furchteinflößendes Lachen probe. Ohahaha. Komm also lieber öfters vorbei und lenk mich ab. Das reißen. Oh, Manu. Ach, Mann. Ah, dann reiß ich mich vielleicht zusammen, Kronk. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht muss ich das so einstellen, dass nur ich gewinne. Aber das wäre ja auch unfair. Darum fahre ich mal, also, ja, darum fahre ich Mario Kart auch, also spiele ich Mario Kart auch nicht. Ich weiß, das sind zwar immer so schöne Spiele, die man mit anderen spielen kann, aber ich hatte früher so nie die Leute, mit denen ich das hätte spielen können. Und ich bin eine sehr schlechte Autofahrerin. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel, genau bei Bud Spencer und Herrn Tilden, den Stream. Da konnte ich nämlich Buggy fahren und selbst das habe ich nicht hingekriegt. Ah, das war aber lustig. Mal schauen, können wir denn vielleicht irgendwas bauen, was so drei Dings breit ist? Grundrisse? Oh, das Ballontor könnte. Hallo, Frau Bürgermeisterin, was kann ich für dich tun? Stadtverschönerung. Ja, was genau? Ein neues Projekt? Wetterstation? Nee, ne? Was hätten wir denn? Das Ballontor, das wäre 3. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von diesem Ballontor, aber okay. Ballontor, ja, nehmen wir mit. So, ich habe jetzt mal den Cooldown auf 10 Minuten reduziert. Ich hoffe, das reicht. Ah, genau, ich bringe dich dahin. Wie spät ist das überhaupt? 51, oh mein Gott. Wir müssen uns beeilen, damit wir pünktlich um 19 Uhr auf der Insel sind. Habe ich gedacht, 3? Genau hier. Nein, das müsste denn so. Ja, bitte. Ja, hier ist der perfekte Ort. Wenn alles fertig ist, wird es ungefähr so aussehen. Ja, warum nicht? Nein, du musst... Seebär, du musst den Katzenfight gegen jemand anderes eröffnen. Du kannst nicht gegen dich selber kämpfen. In Ordnung, dann sollten wir jetzt alle Vorbereitungen treffen. Alles klar? Der Gyoid wird Spenden sammeln, damit das Ballontor Wirklichkeit werden kann. Wie lange wir wohl brauchen? Ja, das geht nicht. Gut, dann mache ich mich dann auf den Weg. Ah, du musst natürlich nicht mitkommen. Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Was habe ich in meiner Tasche? 3 Fossilien. Einen nehmen wir noch raus. Dann können wir ablenken. Ja,
generell. Wenn du mir sagst, wie, dann mache ich das auch. Oh, wir haben noch geschlossen, oder möchtest du was bestimmt? Ich habe Essen bei. Nur noch zweimal. Wir müssen uns nur noch zwei Witze anhören, dann haben wir es geschafft. Nur noch zwei Witze. Oh, was haben wir denn hier? Ich weiß es nicht, sag's mir. Eine Persimone. Sehr schön. Ich fühle mich gleich viel besser. Na, dann sage ich doch erstmal danke. Und er muss sich irgendwie revanchieren. Und dann kann ich den Spitzen nehmen. Also gut. Tolle Vorstellung. Moment. Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Sambels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Gleichgültigkeitswitz. Die richtige Medizin. Ha. Findest du nicht auch, dass es heute ein wenig kalt ist hier drin? Schon wieder diese Kälte. Ah, jetzt weiß ich, was es ist. Dein eiskalter, gleichgültiger Blick. Mit diesem Witz bin ich irgendwie nie richtig warm geworden. Komm schon, Leute. Geht mit auf die Jagd. Was meinst du? Ich glaube, meinen Gleichgültigkeitswitz hast du heute zum ersten Mal gehört. Und das bedeutet, es gibt einen neuen Eintrag. Ach ja. Ich habe halt, man kann auf die Jagd mit einer Gruppe bis zu 15 Personen. Danach ist mir leider kein Boss mehr eingefallen. Also 15 Leute ist so das Maximum. Aber ich lasse mir da noch ein bisschen was anderes einfallen. Genau. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Jetzt kommt's. Hallo, Yasioki. Ach du Gott. Oder Asioki? Ja, oh mein Gott. Yasioki, danke schön. Für dein Follow, jetzt gehörst du auch zu meinen Katzenbabys. Fühl dich geknuddelt. Ach, schon wieder Butterfly. Gott, wieso gewinnen wir die ganze Zeit? Ich muss das nochmal gucken. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Das muss ich mir nochmal angucken. Kann ja nicht sein, dass ihr die ganze Zeit dann nur am Gewinn seid. Bei meinem Glück erreicht ihr sonst noch die 10.000. Das wollen wir doch nicht. Willkommen. Wie erkläre ich das nur dem Xeno? Eine Stechpalme, okay. Ach, eine Gartenarzt. Erlebe ich auch nicht. Ich will eine Abendhortensie. Schenk mir. Gib mir doch die Abendhortensie, Mensch. Kann doch nicht wahr sein. So. Was hatte ich da gekauft? Ein Kleiderständer, ne? Den wollte ich gar nicht. Den wollte ich ja wieder verkaufen. Und dann ab auf die Insel. Also wissen tut man das nicht mit 100%, aber alle, die Animal Crossing spielen, die hoffen natürlich auch darauf, dass ein Animal Crossing für die Switch rauskommt, aber Nintendo hat dazu noch nichts gesagt. Allerdings wurde bereits gesagt, dass halt nicht alle Spiele auf der E3 veröffentlicht wurden, die jetzt dieses Jahr noch rauskommen sollen. Also haben wir, wenn wir Glück haben, vielleicht, gegen Weihnachten, wenn wieder dieser Schwung ist, wo viele neue Spiele rausgebracht werden. Vielleicht zur Weihnachtszeit, was rauskommt. In der zweiten Hälfte. Aber eine offizielle Ankündigung gibt's nicht. Nur man spekuliert doch halt immer so gerne. Nur ich würde es mir auch wünschen.
Dann würde ich das natürlich auch sofort streamen, aber am besten dann auch mit dem Animal Crossing hier noch gleichzeitig, weil das jetzt noch die nächsten 3 Jahre laufen wird. Aber ja. Ich finde, Animal Crossing ist ja auch groß und es ist auch sehr beliebt. Das kann Nintendo nicht bestreiten. Die Frage ist nur, warum sie es halt nicht rausbringen. Mit Animal Pocket, Camp Pocket da. Ja. November kommt erstmal Pokémon Let's Go. Ich habe nur blöde Musik hier. Samba. Was sagt ihr eigentlich zu meinem Museum? Find das voll hübsch? Das mache ich, glaube ich, bei jedem Animal Crossing-Spiel. Jedes Mal bei jedem Spiel, was ich angefangen habe, habe ich mir immer am Ende noch ein Museum reingebaut. Da waren dann immer was anderes drin, aber es war immer ein Museum. Ich hatte immer ein Museum in meinem Haus. Hallo und herzlich willkommen. Ja! Es ist 19 Uhr! Wir müssen! Wir müssen, müssen, müssen! Auf die, Dings. Okay, den Butterfly, den muss ich unbedingt ändern. Überleg gerade. Hoppala, Entschuldigung. So gefällt mir ja schon besser. Warum hatten wir das jetzt nicht genommen? Ach so. Mitten in meine Blumen reingelaufen. Schockschwere Not, wenn die jetzt kaputt gegangen wären, hätte ich aber geweint. Ah, willst du zum anderen Ufer übersetzen? Na, dann los. Ja, einverstanden. Ich kümmere mich um. Sag mal, du kleine Auster, mit wem willst du denn auf die Insel Zeit verbringen? Wo mit mir? Das ist meine Insel. Ja, komm. Sing dein Lied. Sing ein Lied für mich. Nur für mich, bitte. Natürlich will ich Captain werden. Ich bin Bürgermeisterin. Obwohl, soll ich überhaupt Captain werden, wenn ich Bürgermeisterin bin? Ich bin auch viel cooler als ein Captain. Eine Switch ist auch teuer, muss ich sagen. Und ich finde es schade, dass für mich so gesehen noch nicht so viele Spiele draußen sind, weil die meisten Spiele, die es für die Switch gibt, spiele ich halt einfach nicht. Und
ich nutze auch nicht die komplette Funktion der Switch. Also ich nehme die jetzt nicht mit irgendwo hin, und damit ich unterwegs damit spielen kann. Dafür war mir das Ding einfach zu teuer. Weil wenn da irgendwas passiert mit der, boah, ich würde so heulen. Weil man weiß ja, wie das ist. Man fährt irgendwie im Zug oder so und tritt einer gegen die Tasche oder man stößt irgendwo an und ich hätte nur Angst die ganze Zeit, dass sie kaputt geht. Darum benutze ich die halt nur für zu Hause und dann denke ich mir auch so, super. Sehr viel Geld ausgegeben. Will ich nicht? Dich nehme ich mit. Unser erster Fang! Oh, ich glaube, prima auch Ratte. Langsam nähert sie sich ihrer Beute. Langsam, aber sicher. Und holt sie. Wow, eine La Prima Aurata, du bist wirklich Gold wert, ja. Hab ich doch gesagt. Das sind so die Käfer, die sehr viel Geld einbringen. Ups. Ein Atlaskäfer. Seit einem Jahr schon nicht mehr. Ja, irgendwann. Muss man dazu sagen, ist es ja auch so, dass man nichts mehr zu tun hat einfach auf in seiner Stadt, weil mehr als 10 Bewohner darfst du eh nicht haben und irgendwann hast du auch mal alles gebaut, was man bauen kann. Und dann hast du einfach nichts mehr zu tun, außer halt, naja, fischen und Käfer sammeln. Aber selbst das hast du dann irgendwann über, weil du manche Fische nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten fahren kannst. Und genauso wie die Käfer. Und irgendwann hast du ja auch das Museum dann halt voll. Was zwar denn schön ist, aber dann ist das Spiel praktisch gelaufen. Dann hast du nichts mehr zu tun. Und Ziel dieses Streams und dieses Let's Play, weil es ja gleichzeitig als Let's Play hochgeladen wird, ist zum einen ein komplettes Animal Crossing Jahr durchzuziehen. Also 365 Tage im Spiel. Und in dieser Zeit halt die perfekte Stadt zu bekommen. Und ich denke, wir sind schon auf einem guten Weg dahin. Weil ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass da so viel fehlt, bis Grazia kommt und bis das ausgebaut ist. Und ich habe, glaube ich, genug Häuser, Pflanzen, also Blümchen gepflanzt. Gott, was denn? Heute ist schon wieder der Wurm drin an Käfern. Und das Museum jetzt voll zu kriegen, ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, weil das einfach dann zu lange dauern würde. Ich müsste dann wirklich im Internet nachgucken, wo ich welchen Fisch finde, zu welcher Jahreszeit. Und dann angeln wie so eine Verrückte. Dafür habe ich dann wirklich nicht den Nerv. Ein Elefantenkäfer. Okay. Das ist nicht. Gleich zwei gute Käfer. Einmal. Wieder ein Elefantenkäfer. Und da hinten sitzt er wieder. Der La Prima Aurata. Nee, man kann sich auch online treffen. Das ist nicht das Problem. Also du hast ja immer zwei Funktionen, ob du online oder lokal treffen möchtest. Lokal ist ja, wenn du halt mit deinen Freunden, die gleich nebenan sitzen, oder halt lokal mit Leuten aus dem Internet. Wichtig ist halt, dass man halt den Freundschaftscode von den jeweils anderen hat. Und genau, das fällt mir gerade ein, das kann ich dir nochmal erwähnen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr mich besuchen möchtet, ne, dann schreibt eure Freundschaftscode bei YouTube in die Kommentare.
Und natürlich auch die Schlummercodes, wenn ihr möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe freitags keine Zeit, aber kommt trotzdem mal meine Stadt angucken, könnt ihr mir auch ganz gerne die Schlummercodes halt in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mich besuchen möchtet oder ich euch besuchen soll, dann müsst ihr am besten auch den Freitags im Stream sein, von 18 bis 20 Uhr auf Twitch. Die Beschreibung findet ihr dann halt in der Videobeschreibung. Ist hier halt unten verlinkt. Genauso wie der Twitter-Account. So als Info. Echt, die Elefantenkäfer sind am besten. Ich hätte immer gedacht, dass der La Prima Aurata halt mehr wert ist. Weil ich das Gefühl habe, der kommt seltener. Aber eigentlich ist es auch egal, weil wir haben jetzt schon ziemlich viel Geld zusammen, glaube ich. Elefantenkäfer. Ja, aber das kann vielleicht auch am Update liegen oder an einer schlechten Internetverbindung. Ich kann zum Beispiel mit Animal Crossing Fan, konnte ich am Anfang, als sie angefangen haben zu spielen, konnte ich sie besuchen und sie konnte mich besuchen, weil es keine Probleme gab. Aber irgendwas stimmte denn nicht und seitdem kann sie mich nicht mehr besuchen, weil das Internet abbricht. Aber andere können mich halt noch besuchen, da ist das Internet stabil. Obwohl wir beide drei Balken haben. Nee, aber das funktioniert. Vielleicht musste mal ein Update machen oder ja, ein Update würde ich sagen. Dass sie es vielleicht ein bisschen geändert haben oder verbessert haben mit dem Welcome to Amiibo Update. Ich krieg euch alle. Und noch viel mehr. Wie kann ich denn noch? Einen kann ich noch. Einer geht noch. Dann bringen wir es weg und dann kommt die nächste Reihe. Ich glaube, mit jeder Reihe da, die ich habe, kriege ich 80.000 immer zusammen. So, dass hier so eine Reihe immer 80.000 ergibt. Das wäre schon cool, wenn ich das Ballontor schon abbezahlen könnte und bei meinem Haus weiterkommen würde. Weil da haben wir, glaube ich, jetzt den Keller gemacht oder das. Irgendwas haben wir erweitert. Natürlich sind jetzt überhaupt keine Käfer mehr da. Weil ich ja immer so ein Glückskind bin hier. Nein, das funktioniert schon mal so nicht. Mensch, wo sind die Käfer? Jetzt sind sie alle weg. Das kann doch nicht wahr sein. Weg mit dir. Gib mir doch die guten Käfer wieder. Und nicht hier den ganzen Käferschrott. Ach, da. Na, endlich. Es geht weiter. Wow, ein La Prima Aurata, das ist wirklich Gold wert. Ich habe mir vielleicht auch überlegt, halt Hausflipper schon als Let's Play zu machen. Aber das muss man echt mal gucken, wie man das am besten aufnimmt. Ich mag das nicht so, wenn ich gerade am Haus dran bin, dass man das dann so abhackt.
Das ist ja suboptimal. Gott, wo sind denn? Sieht er das auch oder bin ich einfach nur blind und sehe die Käfer einfach nicht? Überall nur diese Rotzkäfer, die keiner haben will. Wo sind denn alle guten Käfer hin? Oh, kommst weg. Es spawnen auch immer die falschen Käfer. Sag ich doch. Ja, endlich mal wieder ein guter. Ein Elefantenkäfer. Na komm, gib mir wenigstens noch drei. Dann habe ich wenigstens zwei voll. Jetzt wünsche ich mich und morgen. Ach, jetzt kommen sie auf einmal alle, ne? War ja klar. Jetzt kommen sie hier auf einmal alle. All die guten Käfer. So, einer noch. Das war doch klar, dass da hinten die Muscheln ein blöder Käfer ist. Oh, hier ist noch ein guter Käfer. Und ein Hai. Na komm, dann versuchen wir uns noch den Hai zu schnappen. Nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe einfach kein Glück bei den Haien. Irgendwas mache ich falsch. Entweder bin ich zu langsam oder ich bin zu schnell. Einfach kein Glück. Das war jetzt meine eigene Schuld, ich weiß. Ich schaff's echt nicht mehr, ne? Komm, dann gehen wir heim. Dann packen wir die noch in eine Truhe und dann gehen wir heim. Kann ja nicht wahr sein. Ich kann mich doch nicht so dumm anstellen. Was sollen denn die Leute von mir denken? Ah, wen erspiele ich denn da? Ich will keinen Ausflug machen, ich will zurückfahren. Ah, ja, ich bin mir sehr sicher. Schade, dass du schon gehst, meine Liebe. Komm bald wieder, ja? Natürlich, nächste Woche Freitag. Um die gleiche Zeit bin ich bei dir. Stimmt, Herkules ist wirklich am seltensten. Ich glaube, ich habe den Cooldown dann noch nicht runtergesetzt. Wer ist ein dummer Hund? Achso. Ja, das war schon. Dass er immer so gemein sein muss. Ach, du siehst so anders aus. Hier hast du deine Sachen wieder. Ja, das ist so. Meeresluft tut sehr gut für die Haut. Die macht einen schlagartig um 20 Jahre jünger. Das ist so mit dem ganzen Salz und alles sowas, das natürliche Peeling. Kann man nur weiterempfehlen. Du willst nichts? Sehr gut. Und dann können wir da weitermachen. Na, wer kennt die Melodie?
Wer erkennt meine Stadtmelodie? Achtundachtzigtausend. Ich glaube, wenn wir die 500 Follower erreichen, das ist zwar noch eine Weile hin, dann werde ich, muss ich mir mal überlegen, ich finde, dann sollten wir auch was Schönes machen. So bei 500 Follower, bei 1000 Follower. Irgendwie bei so richtig großen Marken. Das ist zwar seltsam. Okay. Community Stream mit Cam bei 500. Ja, können wir machen. Die Frage ist nur, was denn in der Community gespielt werden soll, weil so viele Spiele als Multiplayer habe ich halt nicht. Da müsste ich den extra welche besorgen. Hallo, Ampfer, schön, dass du da bist. Nochmal 36, 38. Was ist denn jetzt mit den Kommandos an? Ampfer, wie geht es dir denn? Ja, aber die Spiele habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Achso, naja, das ist nicht schlimm. Was ist das warm? Was war eigentlich heute? Ach, Tapeten waren. So, dann muss ich das hier nämlich noch ändern. Das mache ich aber offscreen. Ich bin dabei. Oh, das ist aber schön. Ach so. Das wusste ich nicht. Okay. Ach, das ist dieses Skibbel-Ding, ne? Das ist doch, was ich mal bei Manderly und so gesehen habe. Wo du doch ein Wort vorbekommst und... Also... Prime. Amazon Prime. Das Amazon Prime musst du halt bei Amazon kaufen. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Aber wenn du denn hier... Bei Amazon Prime hast du halt immer ein Abo frei. Da bezahlst du denn nichts. Dann bezahlt im Prinzip Amazon dein Abo. Aber wie viel Amazon Prime kostet, das kann ich dir leider nicht sagen. Schulden abbezahlen. Weil das unterschiedlich ist. Weil für Studenten, glaube ich, kostet es weniger als für... Bin ich doof? Boah, wir hätten das Ballontor schon fertig bezahlen können. Ich weiß nicht, kennt sich jemand im Chat damit aus, wie viel so Amazon Prime kostet? Weil ich weiß nur, Amazon Prime stellt jeden ein kostenlos. Also ein Abo bei Twitch kostet 4,99? Also ich bin mir leider jetzt gerade nicht so sicher, was du meinst, Ninja. Also ein Abo bei Twitch kostet, glaube ich, einmal 4,99, 14,99 und 24,99. Aber ich glaube, bei mir geht eh nur der erste. Wie viel kostet denn so ein Abo? 4,99, ne? Wayne, du weißt doch das garantiert. Wie viel kosten die Abos hier bei Twitch? Ich weiß, es gibt nämlich drei Abo. 5 Dollar, genau. Also 4,99. Ja, 5 Dollar. 4,99.
Kostet das erste Abo für einen Monat. Und dann kann man, glaube ich, für 3 Monate abschließen. Das ist, glaube ich, so $15. Ach so, bei 6,99. Also Wayne hat's, genau, monatlich da. Das zweite Tier sind ja nämlich, glaube ich, 3 Monate, ne? Ne, 2 Monate. Ah, ich habe damit keine Ahnung. Echt, da gibt es einen Unterschied zwischen, ob du jetzt das am PC machst oder am Handy? Das ist aber bitter. Das ist aber bitter. Das finde ich jetzt aber echt gemein. Dass du, wenn du über Handy abonnierst, mehr bezahlst. Aber eigentlich müssten die Abos ja überall gleich kosten. Ich finde das trotzdem irgendwie doof. Ja, ne, wer ist nicht so eine arme Socke wie Apple und Google? Ich meine, als nächstes reiht sich denn noch Facebook mit ein. Okay, wir speichern und beenden hier das Ganze. Auf jeden Fall ist der Animal Crossing Stream over. Gott, bei wie viel waren wir jetzt? Bei 31, ne? Genau. 31.3. Das heißt, wir machen nächsten Monat am 1.4. weiter. Oh mein Gott! Xerneas, hallo, schön, dass du da bist. Der Animal Crossing Stream ist jetzt leider vorbei. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön an alle, die bei YouTube zuschauen. Der Stream ist jetzt leider vorbei, Xerneas. Also der Animal Crossing Stream. Den kannst du aber bei YouTube nachgucken. Moment, ich schick dir mal den Link rein. Weil wir haben, genau, ich streame immer Animal Crossing von 18 bis 20 Uhr. Weil es aber zu warm ist und ich kurz vorm Hitzeschlag stehe, kürzen wir das gerade zurzeit immer ein bisschen. Und jetzt würde ich halt nämlich noch eine Stunde auf jeden Fall Harvest Moon Baum der Stille spielen, falls dir das etwas sagt. An alle bei YouTube. Leider nein. Xerneas, Dankeschön. Für dein Follow. Dankeschön. Jetzt gehörst du auch zu meinen Katzenbabys. Das geht leider nicht. Tut mir sehr leid. Erst nächsten Freitag wieder. Weil ich muss jetzt hier nämlich alles umstellen. Gehe nämlich jetzt auch in Pause. Und beende auf jeden Fall schon mal die Aufnahme. Tschüss und bye bye.